Willkommen zu Pokémon Diamant Edition. Hat damals die vierte Generation eingeleitet und damit auch HeartGold Soul Silver einen guten Start geliefert, würde ich sagen. Die Grafik ist einfach nur wunderschön und ja, wir schauen uns das heute an. Ich kann dazu sagen, ich habe strahlender Diamant bisher durchgespielt und Platin auch einmal. Ja, Diamant an sich so noch nicht. Bin auf jeden Fall gespannt, was uns erwartet. Das mit den VMs wird etwas blöd, aber ansonsten hab ich Bock. Hallo du, freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Eibe, aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Nein. Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse. Nein, ja. Ich habe gerade aus Versehen Geschwindigkeit aktiviert. Ich muss mit dem linken Stick lenken und nicht mit dem Steuerkreuz. Ach so, nein, keine Infos mehr so. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Ah, echt? Hier habe ich einen Pokéball. Berühre den Pokéball in der Mitte. Oh, Mampfaxo. Wir Menschen leben mit den Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Was ich tue, willst du wissen? Ja, hoffentlich die Textgeschwindigkeit erhöhen. Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Textgeschwindigkeit wäre mir lieber. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Wir hatten letztes Mal hatten wir Feuerrot gespielt. Nicht Feuerrot. Ultraviolet, da waren wir wieder. Naja, ich glaube, ich soll es von den Hauptgenerationen ausmachen. Eigentlich wollte ich Dorn spielen, aber ich glaube ganz ehrlich, wir nehmen uns mal den. Wieso nicht auch einfach mal ein Typ sein? Ja, du bist also ein Junge. Ja, wenn ich in meine Hose schaue, dann nein. Wenn ich auf den Screen da drüben schaue, dann ja. Wenn ich an meine Stimme denke. Verrätst du mir auch deinen Namen? Es gibt Dinge, die dafür und dagegen sprechen. Ja. Muss ja sagen, bei dem vorherigen Projekt, also vor Ultraviolet noch Dark Violet, so. Ich hab's schon wieder falsch gesagt. Hatte ich mich ja irgendwie Reslana genannt. Nee, das will ich nie wieder machen. Das fand ich ehrlich gesagt sehr unangenehm. Du bist also Basti? Ja. Sehr schön. Du bist also Basti. Das ist aber mal ein schöner Name. Danke. Hat mir eine schwere Schulzeit beschert, aber ansonsten alles super. Und dieser junge Mann hier, ich glaube, das ist dein Freund. Echt? Wer wohl heißt? Ich muss sagen, der Typ hat mies ADHS, deswegen. Ich würde sagen, ich nenne ihn einfach mal Justin. Das passt eigentlich ganz gut. Ich habe auch ADHS, deswegen. Ich würde sagen, ich. Das ist wie der N-Word-Pass, ne? Wenn der ADHS hast, dann darfst du sagen, der hat ADHS, der Wichser oder so. Justin, sagst du, so heißt dein Freund also? Ja, ob ich den als Freund nennen würde? Also zumindest den Blonden da. Weiß nicht. Den rothaarigen Justin, ja. Und da hast du, die Zeit ist gekommen. Du wirst eine Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Ja, du wirst auch viel über dich selbst erfahren. Da bin ich mir sicher. Genug geredet. Die Welt der Pokémon wartet. Jeden Fall. So, wir werden klein. Trotz angestrengtester Bemühungen ist es dem Team nicht gelungen, das seltene, mit eigentümlichen Farben versehene Pokémon aufzuspüren. Das rote Gyarados ist bisher nicht vor dem entmutigten Team aufgetaucht.
Und man spricht immer davon, dass es hier im Pokémon so Hinweise darauf gibt, was das nächste Spiel wird. Und ich glaube, das mit dem roten Gyarados soll dann einfach Heart Gold Soul Silver sein. Damit beenden wir unsere Berichterstattung über die Suche nach dem roten Gyarados. Ihr Jubelstadt TV. Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Okay. Ja, wir haben hier eine Wii rumstehen. Boah, eine Wii-Konsole. Controller ist eine Wii-Fernbedienung. Boah, echt. Das ist krass. Habe ich hier auch um die. Sogar ein Bowser-Design. Ja. Stark. Okay, haben wir irgendwas auf dem PC? Müssen wir noch irgendwelche Tabs schließen, bevor wir die Mutter hier alleine lassen? Ja, cool. Hallo? Okay, ja, ich wollte dich die Tabs schließen, aber dann halt nicht. Egal, soll die Mutter ruhig wissen, was für schmuddelige Jungs wir sind. Asti, Justin war vor kurzem hier und hat dich gesucht. Ich weiß nicht, was er damit meinte, aber er sagte, es gäbe einen Notfall. Ja, wahrscheinlich ein Klonnotfall, so wie ich ihn kenne. Alter. Hoffentlich hat er nicht unsere Toilette verwendet. Basti, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon könnten dich angreifen, wenn du durch hohes Gras gehst. Das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest, aber ansonsten kommt irgend so ein Zickzack und zerfleischt deine Beine. Aber nee, das wollen wir nicht. Das klingt ehrlich gesagt nicht so geil. Ich habe bei The Way versucht, das Logo vom Spiel hier ins Layout zu packen, aber es gibt anscheinend kein Logo als PNG. Ich hätte es selbst ausschneiden können, aber es ging mir dann auf den Sack, dachte ich lasse es so. Hast du schon gehört? Der Pokémon-Professor ist in den Nachbarort zurückgekehrt. Er soll 4 lange Jahre weg gewesen sein, aber wurde in der Zeit etwas Faszinierendes über die Pokémon herausgefunden hat? Nee, ich glaube nicht. Du, hör mal, Basti, ich möchte ein niedliches Pokémon haben. Okay. Cool. Sei froh, wenn du einen Bidiza bekommst. Ja, Bidiza passt allerdings nicht in unser Team rein. Bums. Okay. Zum Glück sind wir ein Typ, das macht's weniger schlimm. Ansonsten hätte ich ihn jetzt angezeigt. Was? Wie? Hey, Basti. Hey, ich gehe zum See. Und du auch. Und beeil dich. Also, Basti, ich stell dir 1 Million Poké-Dollar in Rechnung, wenn du zu spät bist. Ah, hab was vergessen. Ja, also wenn ich zu spät bin, tja, dann schuldest du mir 1 Million, wenn ich jetzt auf dich warten muss. Ne, wir gucken uns jetzt noch auf entspannt dieses Haus an. Ey, nicht weglaufen. Du verbringst viel Zeit mit Justin, ihr seid wahre Freunde. Weiß nicht, ich sehe den ehrlich gesagt gerade zum ersten Mal. Es stimmt schon, dass wilde Pokémon ab und an Menschen angreifen. Aber sie schließen auch genauso gerne Freundschaft mit den Menschen. Okay. Ja, also, gucken wir mal, was dieser Schmutzfink macht. Der hat wahrscheinlich auch noch seine Tabs offen gelassen. Oh, hallo Basti. Sag mal, wusstest du, was der da auf seinem PC hat? Oh, das ist ja abartig. Oh. Arschlecken im Uhrzeigersinn, Arschlecken gegen den Uhrzeigersinn. Ich kann den Jungen einfach nicht mehr aushalten. Ich hoffe, der geht jetzt endlich mal raus und ich hoffe, ich muss ihn nie wiedersehen. Verstehe ich. Ich nehme besser auch meinen Beutel und mein Tagebuch mit. Oh hey, Basti. Wir gehen zum See. Ich warte auf der Straße auf dich. 10 Millionen Poké-Dollar Strafe, wenn du zu spät kommst. Alter, halt's Maul. Der geht dir ja nur auf die Eier. Was du liest, die Information. Regel Nummer 1. Oder öffne das Menü mit dem X-Knopf. Speichere den Fortschritt mit Sichern. Mehr steht da nicht. Ja, der hat seine Tabs auf jeden Fall gespeichert, noch angepinnt, damit er die nie wieder los wird. Endlich ist er weg. Das geht mir schon seit Jahren auf den Sack. Vater hat mich auch verlassen und das alles nur wegen ihm. Ja, verstehe ich. Was soll man sagen? Warte mal, das ist echt eine Justin-Story, wahrscheinlich. Ja.
Ja, du hast doch auch Nachrichten im Fernsehen gesehen, ja? Du weißt schon, Suche nach dem roten Gyarados. Das geheimnisvolle Auftauchen eines wütenden Pokémon in einem See. Das hat mir doch zu denken gegeben. Ich wette, mit dir bei uns im See lebt bestimmt auch so ein Pokémon. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir ziehen los und suchen das Pokémon. Ohne Pokébälle, stark. Bam, 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 bam. Stark. Auf zum See, holen wir uns ein rotes Gyarados. Weiß ich jetzt nicht. Was geht hier vor? Professor, auf der anderen Seite gibt es auch nichts Außergewöhnliches. Ich muss mich wohl geirrt haben. Irgendwas scheint anders zu sein als zuvor, aber egal, immerhin haben wir den See gesehen. Lucia, wir gehen. Professor, Lucia, genau so wurde die ausgesprochen im Anime, sowas. Im Englischen Dawn gefällt mir übrigens besser als Lucia, aber was soll man machen? Professor, wie gefällt es Ihnen, wieder in Sinnoh zu sein? Nach 4 Jahren muss es sicher sehr aufregend für Sie sein. Eins kann ich mit Sicherheit sagen. In Sinnoh gibt es zahlreiche seltene Pokémon zu untersuchen. Das Land ist wie geschaffen für unsere Studien. Verzeihung, dürfen wir mal durch? Verzeihung, wir haben es eilig. Okay. Was hätte das denn, diese zwei? Ey, Basti, sehen wir uns das mal an. Ja, was meinst du, nicht ins hohe Gras gehen? Ja, das ist doch kein Problem. Wir werden nicht lang genug im Gras bleiben, um wilde Pokémon anzulocken. Ja, weiß ich jetzt nicht. Bei 3 Feldern kann es schon mal passieren. Das ist eine Tasche. Diese Leute haben sie hier vergessen. Was sollen wir damit machen? Können sie ihn zurückbringen, aber wer waren die? Ich habe gehört, wie einer von denen Professor gesagt hat. Ah, Pokémon! Was ist... Okay. Ja, wir werden angegriffen. Sieh mal, da sind Pokémon. Wir nehmen jeder eines und kämpfen. Und welches möchtest du denn? Ja, also, es gibt hier Chillast, Panflam und Plinfer. Ja, normal würde ich ihn nehmen, obwohl, nee. Sogar, ich hab in meinem ersten Playthrough, das war Strahlender Diamant, hatte ich ihn genommen, aber das nur, weil ich bin teilweise zu Beginn auf so Pokédex komplettieren aus und ich habe gehört, jeder nimmt Plinfer oder wenn nicht sogar Panflam und ich wollte einfach Chillast haben. Panflam fand ich jetzt ehrlich gesagt am wenigsten interessant, aber als Panferno kann es glaube ich das meiste. Egal, ich habe mich schon entschieden, wir nehmen Plinfer. So, muss ich noch in der Szene hier reinmachen. Perfekt. Also, unser erster Gegner ist Staralili. Sind wir nur auf Level 2 und das Spiel scheint etwas langsam zu laufen insgesamt. Ich meine, es läuft natürlich so schnell wie auf dem DS auch, wenn ich es selbst spielen würde, aber es kommt mir irgendwie gerade sehr langsam vor. Ich glaube, diese Spielzeitstrecken, indem man die Spielgeschwindigkeit um 25% senkt. Sehr schön. Das ist der Lifestyle. Ja, nee. So schön wird es schon nicht sein, aber es fällt mir jetzt auf den ersten Blick so auf. Egal, ich glaube, es war allgemein in der 4. Generation ein Problem. Ich meine, in der 5. wurde es dann etwas gefixt, aber ab der 6. war es dann auf jeden Fall wieder in Ordnung. Oh, geil. Boah. Der Blindbar war einfach spitze. Aber mein Chillast war viel besser als sein Pokémon. Da gehören diese Pokémon nicht mal uns. Wir mussten sie kämpfen lassen. Bestimmt haben die Leute nichts dagegen. Oh, da ist ja die Tasche. Der Professor wäre ganz schön wütend, hätte ich sie verloren. Oh, oh nein, habt ihr die Pokémon hier rausgenommen? Wirklich? Ach du meine Güte, was wird der Professor dazu sagen? Das kannst du gar nicht gut. Ich nehme die Tasche lieber mit. Okay.
Sorry. Ja, was sollte das denn jetzt? Keine Ahnung, was da los ist. Passiert, aber lass uns gehen. Mein Pokémon wurde bei dem Kampf verletzt. Wenn wir nochmal angegriffen werden, könnten wir Probleme bekommen. Okay. Lass uns gehen. Wir müssen diese Pokémon zurückbringen. Sie gehören uns nicht. Aber trotzdem, ich würde zu gerne mehr Zeit mit meinen Pokémon verbringen. Mit meinem. So, er hat ja nur eins. Okay, wir sind erst bei 15 Minuten von dem her. 30 Minuten Part sind bei mir normal. Ey, diese Leute, die sterben uns an. Uchiha hat mir erzählt, dass ihr unsere Pokémon eingesetzt habt. Darf ich sie mal sehen, bitte? Plinfa und Chillast. Ah ja, so ist das also. Uchiha, ich gehe zurück in mein Labor. Ja, Professor, warten Sie auf mich. Ihr solltet mal in unser Labor kommen. Bis später. Was sollte das denn jetzt? Wenn er sauer auf uns ist, warum schreit er uns nicht einfach an? Wieso will er seine Pokémon nicht zurückhaben? Lass sie das und nach Hause gehen. Wahrscheinlich sucht er einfach Leute, die sich um seine Pokémon kümmern. Ist doch das Wichtigste, solange die Pokémon glücklich sind. Was gibt es, Schatz? Oh, das hast du alles erlebt? Bin so froh, dass es dir und Justin gut geht. Der Professor, den du erwähnt hast, ist bestimmt Professor Eibe aus St. Gemme. Ich habe gehört, seine Studien zu den Pokémon sind berühmt. Aber er soll auch sehr einschüchternd sein. Basti, ich denke, du solltest ihn in St. Gemme besuchen. Du solltest ihm genau erklären, warum du gar keine andere Wahl hattest, als sein Pokémon zu nehmen. Und hab keine Angst, ich bin sicher, er wird dich verstehen. Oh, ich habe hier noch etwas für dich. Hier, jetzt, Basti, zieh die an. Turbodrehter, yay! Direkt zu Beginn, sehr schön. Dann kann man mit dem B-Knopf noch rennen. Nach St. Gemme zu gehen ist schon ein Abenteuer für dich, nicht wahr? Mit diesen Turbodrehtern kommst du viel schneller von einem Ort zum anderen. So, ich lese dir vor, wie du sie verwendest. Halte den B-Knopf gedrückt und renne schneller als je zuvor. Zieh deine Turbodrehter an und gehe neue Abenteuerwege. Das ist doch mehr als praktisch. Okay. Ja, sehr geil. So, Pokebälle haben wir noch nicht. Ansonsten, ich glaube, der erste Encounter ist eh etwas später erst. Ja, mein komplettes Team ist übrigens schon vorgefertigt. Da hatte ich mir Gedanken gemacht, dass ich nicht irgendwie mit anderen überkreuz, mit anderen Spielen wie Platin oder Perl, leuchtende Perle, strahlender Diamant, dass ich da nicht Pokémon irgendwie doppelt nehme. Hatte ich mir schon alles Gedanken gemacht zur Teamplanung. Das heißt zwar, dass ich teilweise mir Möglichkeiten wegnehme fürs Team, aber dafür in jeder Version ein anderes Team habe. Sind wir gerade wirklich ohne Encounter durchgekommen? Ach, da bist du ja. Bitte komm mal mit. Der Professor wartet. Das ist es. Das ist unser Pokémon-Labor. Wir gehen einfach durch diese Tür und... Kannst du aufhören, mich die ganze Zeit zu bumsen, Justin? Weißt du... Du bist das, Basti. Dieser alte Mann, er ist gar nicht unheimlich, aber er steht voll neben den Schuhen. Ach, was soll's, Basti. Ich mach mich vom Acker. Bis dann. Oh, was war das denn? Das war ein ungeduldiger Freund. Ja, ADHS halt. Und wie dem auch sei, gehen wir hinein. Bist du ja endlich. Du bist Basti, nicht wahr? Zeig mir doch nochmal dein Pokémon. Verstehe, ja. Dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Fein, fein. Dann werde ich dir das Blind verschenken. Da es nun dir gehört, möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Ja, aber ich habe blöderweise noch gar nichts gefunden, was ich ihn nennen kann. Deswegen, ich gucke mich mal um, ob ich irgendwo was finde, aber... Ja, bis gleich. Ich muss sagen, bisher haben sich noch nicht so Leute gefunden, die hier denen ich Spitznamen geben könnte. Ich würde jetzt aber einfach mal sagen, ich war gestern noch mit ihm auf Discord online. Also heute eigentlich auch schon, weil es war nach 0 Uhr. Ja, Körpersee.
Hatte, glaube ich, ein großes S. Wald! Wo ist ein See? Nein. Bin ich gut mit Maussteuerung, okay? Ah, passt genau rein. Perfekt. Was ist unser Starter? Ich wollte eigentlich schon Search machen, aber ist mir eingefallen, er war letztes Mal der Wasserstarter. Ich mache ihn dann später wieder, okay? Weil, ja, ich habe das Gefühl, Copper und Search sind gerade so ein bisschen aktiver bei mir auf dem Server, von dem her. Es wird schon. Ja, ich würde sagen, ich bin zufrieden. Mein Freund Justin hat mir erzählt, was am See passiert ist. Du sollst sehr gut gekämpft haben dafür, dass es dein erster Kampf war. Das war ein Level 2 Starter, Lili. Ich kann erkennen, dass das Band zwischen dir und dem Pokémon wachsen wird. Und darum vertraue ich dir das Plinth an. Es macht mich froh zu sehen, wie freundlich du zu dem Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, müsste ich... ich kann das gar nicht aussprechen. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Mein Name ist Ivo, ich studiere Pokémon. Als erstes möchte ich wissen, welche Arten von Pokémon in Sinnoh leben. Um das herauszufinden, muss man mit Hilfe des Pokédex Daten sammeln. Und hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Kannst du damit Daten über die Pokémon in Sinnoh für mich sammeln? Ja. Eine entwäscht die andere, von dem her gut geantwortet. Rusty hat den Pokédex erhalten. Jetzt habe ich es seiner Stimme vorgelesen, stark. Dieser Pokédex ist ein Hightech-Gerät. Er speichert automatisch Daten aller Pokémon-Arten, auf die du triffst. Rusty, ich möchte dich bitten, überall hinzugehen und alle Arten von Pokémon dieser Region zu finden. Ich habe auch einen. Als du zusammen mit deinem Pokémon über die Route 201 gegangen bist, wie hast du dich da gefühlt? Bin bereit... Nee, das sagt nicht sie. Ich bin bereits 60 Jahre alt. Und ich bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich in der Nähe von Pokémon bin. Wenn sie irgendwann mal ein Quiz veranstalten sollte, frage ich, wie alt ist Professor Eibe? Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt. Das bedeutet auch, dass unzählige Nervenkitzel auf dich warten. Und nun geh, dass dir dein großes Abenteuer beginnt. Mein erstes Pokémon war Panflam. Hättest du dich am See für Panflam entschieden, hätten wir jetzt das gleiche Pokémon. Nee, ich glaube nicht. Hätte ich Panflam genommen, dann hättest du... Chillast. Ich meine, deine Wahl war schon okay. Übrigens, Lucia. Ich helfe dem Pokémon, Professor, bei der Erstellung des Pokédex. Wir beide, du und ich, sind uns also ähnlich. Okay. Mir gefällt es. Warum man das hinauslaufen wird... Ich bin dir nur ein paar Schritte voraus, das ist alles. Ich freue mich schon, dir das ein oder andere zu erklären. Freut mich wirklich, dich kennenzulernen, Basti. Okay. Gibt's hier hinten irgendwas? Ja, eine Küche. Wer da wohl arbeitet? Viele Fachbegriffe und wissenschaftliche Dinge, okay? Und wahrscheinlich trainiert er so competitive. Oh, im Doppelteam-Kampf, da musste genauso wie Roy arbeiten, der Arena-Leiter von Gala. Also gut, Basti, ich bin nun dein Mentor. Ich habe ein bisschen mehr Erfahrung als Trainerin als du, da ich ja auch die Assistentin des Professors bin. Na, ja, komm mal mit. Irgendwann besiege ich dich im Rivalenkampf, dann bist du nicht mehr so Fallout, hallo? Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist das Pokémon-Center. Pokémon, die im Kampf verletzt wurden, werden hier geheilt. In den meisten Städten findest du ein Pokémon-Center. Okay. Das Gebäude mit dem blauen Dach dort ist der Pokémon-Supermarkt. Irgendwann musst du die Kette schließen, deswegen arbeiten die jetzt alle beim Pokémon-Center, aber... naja, ist ja auch egal. Beziehungsweise, ab Einhaltern. Dann kannst du Items und Medizin kaufen und verkaufen. Ja, du fängst gerade erst an als Trainer, daher wirst du noch nicht viele Dinge kaufen können, aber das sollte dich nicht stören. Oh, fast hätte ich es vergessen. Basti, musst du nicht deinen Eltern Bescheid geben, dass du Professor Eibe bei der Erstellung des Pokédexes hilfst? Du wirst weit reisen und daher solltest du ihm Bescheid sagen, finde ich. Bevor du das tust, heil zuerst dein Pokémon im Pokémon Center. Damit wird dein Weg sicherer. Aber jetzt muss ich los. Mach's gut. Okay, ciao. Ja. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn wir hier irgendwie noch Level 6 oder so erreichen sollten.
Ja, ist ja toll. Ja, viele mögen diese Norregion. Ich finde sie so okay. Was soll ich sagen? Ich muss sagen, ich hatte eine sehr spaßige Spielerfahrung mit Platin, auch wenn ich das in einem Challenge-Run für mich gemacht habe, wo ich nur Eis-Pokémon gespielt habe. Man findet erst recht spät Eis-Pokémon, deswegen habe ich meinen Starter mit dem Randomizer-Tool zu Quiekel umgeändert. Aber naja. Danke, dein Pokémon sind wieder topfit. Okay. Ja, was mit euch? Ist der PC da drüben, dieses blaue Teil dort? Das Pokémon bei dir kannst du kostenlos nutzen. Okay. Sprich mit der netten Dame am Schalter und gib ihr deine Pokémon. Sie wird deine Pokémon wieder vollständig gesund machen. Im oberen Stockwerk eines jeden Pokémon-Centers befindet sich der Pokémon-Drahtlos-Club. Dort kannst du mit Freunden kommunizieren und viel Spaß haben. Mir schrecklich leid, wir arbeiten derzeit unter der Erde. Kein Zutritt für Unbefugte. Bis später noch einmal. Okay, das ist wahrscheinlich eine Tauschfunktion oder so, die ich erst nutzen kann, wenn ich zwei habe. Keine Ahnung, egal, hier gibt's noch ein bisschen was zu erkunden. Was ist hier unten? Minute 219. Oh. Gegengift, yay. Ja, wenn sich Blindwein entwickelt, dann wird es irgendwann den Stahltypen haben, von dem her. Das Gegengift bringt jetzt ihm persönlich nichts, aber naja. Oh, Pokémon sind so cool. Du kannst sie in Kämpfen einsetzen und damit stärker machen. Ich hätte auch gern welche, das wäre so cool. Wenn ich nicht vergesse, was bisher passiert ist, speichere ich besser. Okay. Ja, wir gucken uns da mal die Häuser an. Was ist denn hier? Wer bist du? Oh, du bist Basti? Ach, dann beschäftigst du dich mit dem Pokédex-Dings und hilfst dem Professor. Oh, meine große Schwester macht das auch. Ach, das ist das Haus von Dawn, also Lucia. Pokémon, Professor Ibis, also zurück. Er ist wirklich ein bemerkenswerter Mann. Er studiert die Pokémon seit ewigen Zeiten. Mein Sohn und mein Enkelkind helfen ihm momentan bei seinen Forschungen. Okay. Ja, interessant. Anscheinend schlafen die hier zusammen, die kleine Schwester und Dorn. Keine Ahnung, wo der Opa schläft. Wahrscheinlich auch am Küchentisch, aber was soll's. Das Ding da, das ist ein Pokédex, stimmt's? Jetzt wirst du die unterschiedlichsten Pokémon sehen, du Glückspilz. Yay. Pokémon werden stärker, indem sie gegen andere Pokémon kämpfen. Du solltest sie regelmäßig im Pokémon Center heilen, damit sie kämpfen und stärker werden können. Ich lese hier zu oft das Wort Pokémon. Ein guter Trainer achtet darauf, dass seine genügend KP haben und nicht nur durch zu wenige Kampf und Fähigkeit werden. Da ist was dran. Okay, wir hatten uns jetzt, glaube ich, die komplette Stadt angeschaut. Außer im Pokémon Supermarkt, aber da wird jetzt schon nichts Wichtiges sein. Das können wir uns auch noch angucken, wenn wir hier durch sind. So, der will nicht kämpfen. Ich will allerdings noch etwas leveln. Was mit dir hier oben? Zumindest auf Level 6 kommen. Level 3 oder so bitte? Ja. Gibt es nämlich mehr Erfahrung, wenn die Gegner höher gelevelt sind. So, Step können wir uns leider gerade noch nicht holen, aber mal gucken. Wasser, Water Gun sollte er, denke ich, bald mal lernen. Los, Körper. Komm schon. Ja, wie viel Erfahrung gibt ein Level 3 Starer Lili? 24, okay. Boah, das wäre fast Level 6. Aber ich wollte noch mit dem reden. Hi, ich arbeite im Pokémon-Supermarkt. Wusstest du, dass man die Gesundheit eines Pokémon in Kraftpunkten KP angibt? Geh die KP aus, wird es kampfunfähig. Nimm die KP ab, solltest du es heilen gehen. Hier, ich schenke dir einen Trank. Wird automatisch in die Medizintasche deines Beutels gelegt. Yay. Okay. Geil, das erste Feld, nachdem ich hier mit dem Gespräch fertig bin. So, Level 2 würde jetzt auch IEV erreichen, aber... Egal, da bin der Level 3 Starer Lili Stress, kann es haben. Ja, ich werde wahrscheinlich Offcam immer wieder trainieren, weil ich denke, es wird ein paar Bereiche im Spiel geben, da trifft man nur Gesteins-Pokémon und da werde ich dann halt lieber ihn einsetzen als ein Flug-Pokémon, das ich jetzt noch nicht nennen werde. Aber nur damit es klar ist, ist es nicht Starer Lili. Ich werde nicht Starer Lili ins Team nehmen. Und geil, wir haben Crit.
Ja, Level 6 ist damit drin. Ich denke auch ein guter Weg zu Level 7 schon. Ja. Water Gun will er leider noch nicht lernen. Keine Ahnung, wie lange er dafür braucht, aber. Ja. Ja, hallo. Na, geht doch. Einen Kampf machen wir noch. Ansonsten fühlt sich der Part ein bisschen, sagen wir, leer an. Hier ist jetzt halt einfach in der kompletten halben Stunde nicht passiert. Die Gespräche, die komplette Stadt, wo ich nichts für bekommen habe. Aber Hauptsache, der Typ auf der Route schenkt mir einen Trank. Ja, also, ich hab's ja schon gesagt, ich will irgendwann jedes einzelne Pokémon-Spiel, jede Edition spielen. Und das Spiel muss ich hier halt 5-mal spielen, das ist so ein bisschen der Anfang. Ich werde dann auf jeden Fall Kanto noch sehr oft spielen müssen, aber das kommt mit der Zeit. Geil. Na, wir lassen es jetzt. Ja, also beim nächsten Mal werden wir dann wohl noch Level 7 erreichen, mit der Mutter sprechen und uns nach einem weiteren Teammitglied eventuell schon umschauen. Trainerkämpfe werden uns auf jeden Fall auch erwarten, die gute Erfahrungen geben. Aber ja, ab dem Punkt vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal von Pokémon Diamant und ciao.